Ja, liebe Freunde, herzlichen Dank, dass ihr heute da seid zu diesem Vortrag. Er hat drei Teile. Der erste Teil ist eine kurze Information über Wikimedia Österreich. Wikimedia Österreich feiert dieses Jahr den 10-jährigen Geburtstag. Der zweite Teil sind Unterlagen, die ich mitgenommen habe aus unserer Zentrale in Wien, speziell für die Fachhochschule hier, die Fachhochschule Burgenland, aber natürlich auch für alle anderen Bildungseinrichtungen ähnlicher Art, beziehungsweise auch für Schulen natürlich. Und der dritte Teil beschäftigt sich mit Problemen der Zukunft der Wikipedia und der 30 anderen Schwesterprojekte. Zunächst einmal zu Wikimedia Österreich. Also Wikipedia kennt jeder, die Online-Enzyklopädie, wer hat es noch nicht benutzt? Sicher niemand. Die fünftbeliebteste Webseite, beziehungsweise die Webseite, die am fünfthäufigsten weltweit aufgerufen wird. Und Wikimedia ist die Organisation, die hinter der Wikipedia steckt, beziehungsweise hinter den 30 anderen Schwesterprojekten, die ich Ihnen kurz darstellen werde. Die Wikimedia Foundation sitzt in San Francisco, ist eine gemeinnützige Stiftung nach US-Recht. Vom Jimmy Wales werden Sie schon gehört haben, dem Gründer der Wikipedia und Wikimedia Foundation. Und die Foundation als solche wurde im Jahr 2003 gegründet. Einige Zahlen zur Verdeutlichung. Die Wikimedia Foundation in San Francisco hat ca. 300 Angestellte. Also nicht nur US-Amerikaner, sondern auch Europäer, Kroaten, Slowenen, die auf der Payroll, auf der Gehaltsliste stehen, der Wikimedia Foundation. Ist also ein globaler Körper mit Angestellten quer durch den Globus. Und vom Budget, wenn Sie wissen wollen, also was das Budget der Wikimedia Foundation ist, das betrug Ende, also für das Jahr 2016 rund 82 Millionen US-Dollar. Also pro Jahr gibt es ein Budget von 82 Millionen US-Dollar, 300 Angestellte und eine gescheite und hübsche Frau, die Kerstin Mecher, ist die Geschäftsführerin seit März 2016. Ja, die Wikimedia Foundation hat dann im Laufe der Zeit, also seit ihrer Gründung im Jahr 2003, nationale Chapters herausgebildet, weltweit. Und das erste Chapter war das deutsche Chapter. Also die Deutschen haben bereits 2004 einen eingetragenen Verein gegründet, Wikimedia Deutschland, und gefolgt dann von Frankreich. Auch die Franzosen haben 2004 ihr eigenes Chapter gegründet. Dann waren die Schweizer dran. Die Schweizer Wikimedia gibt es seit dem Jahr 2006. Und Österreich hat im Jahr 2008 ist also Wikimedia Österreich entstanden. Sie wissen, wir sind ein Land der Vereine, über 100.000 gibt es, und wenn Sie Informationen zu egal welchem Verein in Österreich haben wollen, brauchen Sie nur die Webseite ZVR, also Zentrales Vereinsregister.bmi.gv.at aufrufen, und da finden Sie auch Wikimedia Österreich, Bindestrich Gesellschaft zur Förderung freien Wissens, Entstehungsdatum 13.03.2008, dann natürlich ein Vereinssitz, das ist 1080 Wien in der Stolzenthaler Gasse 7/1, gibt es ein schönes Büro, ein großes mit 4 Angestellten derzeit und auch Seminarräumen. Jeder Verein hat eine ZVR-Zahl und ist auch über diese auffindbar. Also Sie sehen, wer ist der Obmann, das ist ein Alexander Wagner, der ist bis 23.06.2019 vertretungsbefugt mit einem anderen Vorstandsmitglied. Also Wikimedia Österreich ist ein Verein, wie jeder andere auch.
Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung ist am 2. Juni dieses Jahres im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz in Wien. Da gibt es Ajausen, dann die Generalversammlung, dann nachher ein Sommerfest um 18 Uhr. Ja. Und wenn Sie mich jetzt fragen, die Mitgliederzahl ist 141 per 31.12.2016. Das ist sehr wenig, wenn Sie sich vorstellen, nur an dieser Fachhochschule, wie viele Lehrende es gibt, wie viele Studenten es gibt, wie viele Absolventen es gibt. 6.300 haben wir schon absolviert. Und wer zahlt etwas für die Wikipedia, die er vielleicht tausendfach benutzt hat? 20 Euro ist also der höchst bescheidene Jahresbeitrag. Also wer beitreten will, kann man einen Zettel geben und legt es im Vorstand vor. Ja, nachdem ich nicht nur Mitglied der Wikimedia Österreich bin, des Vereines, sondern auch des Internetclubs, der die Linux-Wochen überhaupt hier in Eisenstadt begründet hat. Der Internetclub ist etwas älter, nämlich 22 Jahre alt. Der Vorsitzende, der Diplom-Ingenieur Peter Busanic, sitzt da vor mir. Sieht man auch aus dem zentralen Vereinsregister. Er ist vertretungsbefugt bis 14.01.2019. Das also zur Organisation, und wir haben also nicht nur die Wikipedia, die natürlich als Online-Enzyklopädie am bekanntesten ist, aber es gibt eine ganze Reihe, ca. 30 Schwesternprojekte, Wiktionary, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikinews, Wikivoyage, Wikidata, Wikiversity. Nachdem wir hier in einer Fachhochschule sind, habe ich Unterlagen vorbereitet, also spezifisch für die Lehrenden, für die Studierenden natürlich auch. Zunächst das kann sich dann auch der Professor Matzinger gerne nehmen, auch für die Kollegen. Die Wikimedia Österreich als Verein hat einen Jahresbericht. Alles wird geprüft von einer steirischen Wirtschaftstreuhänderin, nachdem wir ja hauptsächlich durch die Wikimedia Foundation aus San Francisco gefördert werden. Also Sie vorstellen, 140 Mitglieder, 20 Euro pro Jahr würde es die Wikipedia, wenn es nur Österreich gäbe, niemals gegeben haben und auch in der Zukunft nie geben. Also besonderer Stolz ist nicht angezeigt. Das ist der Jahresbericht. Wir haben auch Informationen in Deutsch, aber auch in allen Volksgruppensprachen. Wie Sie wissen, Burgenland ist mehrsprachig, das gibt es auf Kroatisch, auf Ungarisch. Dann jeder Neueinsteiger bekommt eine Gratisberatung, wenn er das will. Er braucht sich nur einzufinden. Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es also ohne Anmeldung niederschwelligst. Man kann reinkommen und bekommt eine tolle Beratung, und wir haben auch regionale Projekte, wo österreichische Wikimedianer und Wikimedianerinnen aktiv sind, wie RegioWiki. Sie wissen ja, dass es im lokalen, im regionalen Bereich sehr viele interessante Sachen gibt, die aber mangels Relevanz nicht global in der Wikipedia aufscheinen. Und für diesen Bereich wurde das RegioWiki, das österreichische, entwickelt, und auch Wiki daheim, also zusammengeschrieben, .at ist eine österreichische Kreation. Also das sind allgemeine Informationen. Natürlich gibt es auch Bierdeckel und alles Mögliche. Und jetzt also zum pädagogisch-didaktischen, nachdem wir hier an einer Fachhochschule sind. Zunächst einmal Wikiversity. Das Projekt Wikiversity ist also ein Teil der Wikimedia-Bewegung, verbindet universitäre Bildung. Die Fachhochschule sieht sich ja als tertiärer Bildungssektor, als Teil des tertiären Bildungssektors. Also dieses Wikiversity Austria verbindet universitäre Bildung mit der Wikipedia und den anderen Wikimedia-Projekten. Und Wikiversity bietet eine Lehr- und Lernplattform an, die auf der MediaWiki-Software aufbaut. Ja, also da gibt es Informationen dazu für die Fachhochschulen. Dann Wikibooks.
Wikibooks ist entstanden, also primär Wikimedia Deutschland. Der Verein hat sich ja schon 2004 konstituiert. Wikibooks ist quasi die Lehrbuchabteilung der Wikipedia. Stand derzeit, also Seitenaufrufe ca. 5000 pro Stunde. Und 687 Bücher sind gelistet, wobei man das Lehrbuch, also den Terminus, nicht eng begrenzt sehen darf. Also nur Schulen, nur Hochschulen. Es gibt auch Wikibooks über Mahjong, wer das lernen will, Schach, Segelflug, alles Mögliche. Kerngedanke ist, den Studierenden und auch den Lehrenden natürlich didaktisch gut aufbereitetes Wissen zu bieten. Und das ist uns eigentlich gelungen. Sie wissen, reguläre Schulbücher müssen approbiert werden. Wer Lehrer ist, ich weiß 30 Jahre, man darf nur approbiertes Material benutzen, aber niemand ist gehindert, dass er sich ein Lehrbuch, zum Beispiel Spanisch, ja, downloadet, wenn er Spanischlehrer oder Spanischlehrerin ist, und da wird er erstaunt sein, oder Englisch, wenn er seine Kenntnisse verbessern will, wie gut diese Lehrbücher aufgebaut sind. Also man kann hier das sehr wohl vergleichen. Und dieses Wikiversity ist aus Wikibooks hervorgegangen. Dann, wo immer wieder Fragen gestellt werden von Studierenden oder Lehrenden, ja, das Rechtliche, ja, die kniffligen Rechtsfragen. Es sind hier freie Lizenzen entwickelt worden. Sie wissen, das Urheberrecht ist unveräußerlich, also man kann es nicht verkaufen, man kann es auch nicht herschenken. Der Urheber ist der Urheber, er kann Dritten das Recht geben, Kopien zu erstellen und zu verbreiten, also die sogenannte Lizenz kann ihnen gewähren. Und es ist ein System freier Lizenzen entwickelt worden, also Grundgedanke, kostenlos, einfach, etwas zu verbreiten, Wissen zu verbreiten, ohne vorher langwierig jemand darum Erlaubnis bitten zu müssen. Und wer zu Wikipedia beiträgt, mit Texten, mit Fotos, der erklärt sich damit einverstanden, die ist unter der Creative Commons Lizenz, also CC-BY-SA zu tun. Also BY heißt, den Autor soll man schon namentlich nennen, diese Ehre soll man erweisen, wenn man schon sein Material gratis benutzt, ohne ihn vorher zu fragen, dass man sagt, okay, das ist von dem oder von der. Und SA, Share Alike, bedeutet, wenn man eine Datei hat, die man benutzt, alles, was aus der Ursprungsdatei abgeleitet wird, die man verändern darf, wie man eben das verändern will, dann muss eben die veränderte Datei auch unter dieser gleichen Lizenz stehen. Also dadurch setzt sich sozusagen explosionsartig das freie Wissen weiter. Ja, also BY und SA, das ist rechtlich die Wikipedia. Dann, es ist oft für Studierende nicht so einfach, diese 6 Lizenzen zu unterscheiden, die der Creative Commons ausgebildet hat, und die deutsche Wikimedia, also der deutsche Zweigverein, das deutsche National Chapter, hat einen Lizenzhinweisgenerator entwickelt. Also der Professor Tauber oder Professor Matzinger, wenn es Studierende haben, die etwas beitragen wollen, dann ist es so, dass er sagen kann, ja, das geht technisch ganz einfach, irgendeine Datei, Mediendatei, die sie haben wollen, einfach diesen Lizenzhinweisgenerator, also ganz einfach www.lizenzhinweisgenerator, langes Wort, zusammengeschrieben.de, dann hat man sozusagen das Tool. Und der deutsche Zweigverein hat auch einen Open Content Praxisleitfaden entwickelt. Der hat 87 Seiten. Da ist alles ganz genau beschrieben, leicht fasslich, nicht fachchinesisch, fachjuristisch. Also wenn irgendeine Rechtsfrage auftauchen sollte, im Bereich der Fachhochschule einfach nachschauen. Man muss nicht zu einem Anwalt laufen. Und es ist so jetzt, also was die Content-Produktion anlangt, sind Leitfäden entwickelt worden vom deutschen Zweigverein. Also das ist der Leitfaden, wenn jemand Artikel schreiben möchte. Wikipedia, die freie Enzyklopädie, 22 Seiten,
handliches Format. Wie formatiere ich Text, wie strukturiere ich einen Artikel, wie schreibe ich mit dem Smartphone Wikipedia-Artikel, das steht da drin. Und dann gibt es sogar Schummler. Ja? Schummler, da sind die Befehle kurz erläutert, also Schummeln ist ja erlaubt, ne? Wir sind ja im Bereich des freien Wissens, wird nicht bestraft, kriegt kein Fünfer und wird nichts eingezogen, aber wir haben auch diese Schummler entwickelt. Dann das zweite ist Wikimedia Commons, also die Bilddateien, die Audiodateien, die Videodateien, die auch frei sind. Wenn jemand mit einem Foto, mit einem Videoclip, mit einer Audiodatei beitragen möchte zum freien Wissen, da steht ganz genau drin, wie man das machen muss. Also wie sortiere ich etwas richtig ein, wie binde ich eine Mediendatei in einen Wikipedia-Artikel ein, wie lege ich eine Kategorie an. Das wird hier ganz leicht beschrieben. Also jeder auch mäßig begabte Schüler, würde ich sagen, nicht nur Student, Studentin, wenn er sich das durchliest, das sind Anleitungen, konkrete Step by Step, hat nach kurzer Zeit das fertige Produkt online. Wikimedia Commons, also schon wie das begründet worden ist 2004, damit ich Ihnen nur zeige, die Notwendigkeit, 600.000 Seitenaufrufe pro Stunde und schon 2004 hat es mir 17 Millionen Dateien gegeben. Also das kriegt die Fachhochschule von uns, vom Wikimedia-Verein in Österreich, zur Verwendung. Also das ist sehr gut strukturiert. Wenn Sie dieses Material haben, können Sie freies Wissen verbreiten. Und jetzt zu den Problemen, die sich auftun im Bereich der Wikipedia, wo es um die Zukunft der Wikipedia geht. Regieren bald die Bots in der Wikipedia? In der englischsprachigen Wikipedia gibt es derzeit rund 350 davon. Die sind inzwischen quasi unverzichtbar geworden. Das bekannteste Programm heißt GlueBotNG. Das bekämpft gezielt Vandalismus in der Wikipedia. Das heißt, dieser Bot wird über ein neuronales Netzwerk gesteuert, dessen selbstlernende Algorithmen ähnlich wie die Spamfilter eines E-Mail-Programmes arbeiten. Würde dieser Bot ausfallen, also dieser bekannteste Wikipedia-Bot, GlueBotNG, würde das zu einer zumindest Verdoppelung der notwendigen Löscharbeiten bei Trollinhalten führen. So wie es gibt die Leute, die eben einen Schmarrn hineinschreiben, dass der gestorben ist oder der. Diese Trollinhalte, die oft in den Medien halt quasi aufscheinen, aber das Bild eigentlich verdecken, die Millionen Artikel, die da in der Wikipedia sind. Also nur ein Beispiel, die deutschsprachige Wikipedia hat im vorigen Jahr ihren 15. Geburtstag gefeiert. Also seit 16 Jahren gibt es die deutschsprachige Wikipedia. In diesem Jubiläumsjahr ist auch die 2 Millionen Artikelmarke geknackt worden. Es gibt also über 2 Millionen Artikel auf Deutsch in der Wikipedia. Und jetzt zum Erfolg, also GlueBotNG, wie wurde der entstellt? Also man hat ca. 60.000 menschliche Edits genommen. Der Bot ist damit gefüttert worden und ist in der Lage, 40% wird geschätzt, aller sogenannten improper Edits in effizienter Weise abzufangen und innerhalb weniger Minuten zu eliminieren. Ja, also wenn irgendwer einen Blödsinn schreibt, ein Troll, die Wahrscheinlichkeit, dass das innerhalb weniger Minuten verschwindet, ist 40%. Und Basis waren 60.000 menschliche Edits, die dieses neuronale Netzwerk sozusagen als Grundlage genommen hat bei der Entwicklung. Das zweite Einsatzgebiet für Bots in der Wikipedia ist
der bedauerliche Rückgang der aktiven Wikipedia-Autoren. Ja, wenn ich sage, in Österreich gibt es 140 Leute, denen die Wikipedia 20 Euro wert ist, die sich vorstellen, wie es ausschaut jetzt mit den aktiven Autoren. Also da haben wir auch Zahlen. Im Jahr 2007 haben in der englischsprachigen Version der Wikipedia noch rund 50.000 Personen mitgeschrieben. Jetzt, also 10 Jahre später, nur mehr 30.000. Also ein Rückgang von 20.000 Personen. Und auch die Zahl derjenigen, die wirklich super aktiv sind, ist zurückgegangen. Also derzeit weltweit gibt es ca. 7.500 Personen, von denen jede also über 10.000 Edits hat. Es gibt 7.500 Leute weltweit, die über 10.000 Edits gemacht haben. Auch diese Zahl der Supernutzer sinkt eigentlich. Ja. Dann, die Bots können also nicht nur Schaden innerhalb von ein paar Minuten eliminieren, also Trollinhalte, sondern die Bots können auch rudimentäre Einträge erstellen, also Basiseinträge. Wie das technisch geht, erkläre ich Ihnen dann später. Also Sie greifen auf Wikidata, auf ein Schwesternprojekt zurück. Der Bot-Anteil der englischsprachigen Version, die hat ca. 5,5 Millionen Artikel, beträgt 3%. Die zweitgrößte Sprachversion ist schon das Cebuano. Wer weiß, wo das gesprochen wird? Also auf den Philippinen, also gleich nach Englisch ist Cebuano mit 5,4 Millionen Artikeln, aber der Bot-Anteil ist 100%. Ja, das heißt, Cebuano, die Sprachversion, ist praktisch ein reines Bot-generated Product, kann man sagen. Nummer 3 ist Schwedisch, also Englisch, Cebuano, Schwedisch. Es gibt 3,8 Millionen schwedische Artikel, der Bot-Anteil ist 82%. Ja? Dann folgt Deutsch, also an vierter Stelle mit 2,1 Millionen Artikel, da gibt es also fast keinen Bot-Anteil. Also Bots können bald mangels menschlicher Autoren, siehe die Philippinen, fast die komplette Arbeit übernehmen. Also das ist ein bisschen auch eine Horrorversion. Wenn Sie jetzt wissen wollen, also die Hitparade dieser Sprachversion, wir haben da eine Konferenz in Polen gehabt, die sind an 11. Stelle, vor Polnisch liegt die Sprache Warei Warei, wird die dann wahrscheinlich nicht viel sagen, die hat einen Bot-Anteil von 90%, besonders hohe Bot-Anteile, also Cebuano habe ich gesagt, 100%, Schwedisch 82%, Vietnamesisch, da gibt es 1,2 Millionen Artikel derzeit, da ist der Bot-Anteil 65%. Also diese Zahlen stammen vom Oxford Internet Institute, also der Universität Oxford. Ja, also Bots, wenn man das Wort hört, denkt man an irgendetwas Schlechtes, ne? Trump, USA, ausgefeilte Tools zur Meinungsmanipulation größerer Bevölkerungsgruppen. Es gibt aber auch positive Aspekte, nicht? Also Trolle bekämpfen ist sicherlich etwas Positives und auch Sprachen, wo es keine oder fast keine Autoren gibt in der dritten Welt, da machen die Bots eigentlich die Sprachversionen, die kreieren die Sprachversionen. Ja. Kann man auch positiv sehen, es gibt ein reichhaltiges Angebot in dieser Sprache, es ist aber bot-generated. Also das ist ein Problem. Dann Wikidata vom deutschen Chapter entwickelt. Also ich sage Ihnen jetzt, wie da die Schulungen ablaufen. Ich habe selbst am 25. September 2017 eine einstündige Schulung eines Mitarbeiters aus San Francisco, also als Angestellten, besucht. Die Wikidata ist eine Free Knowledge Base. Man sieht genau jeden Tag, Sie können das überprüfen, wie viele Data-Items sind da drin. Also am 25. September waren 36.619.339 Data-Items drin. Also eine sicherlich im
imposante Zahl. Und wenn Sie https queerwikidata.org aufrufen, können Sie gezielte Suchanfragen stellen. Die Abfragesprache ist SparkQL. Diese Sprache hat eine eigene Grammatik und Syntax, wurde auch approbiert vom World Wide Web Konsortium. Und ja, braucht man das überhaupt? Braucht man das? Muss man sich mit Syntax, mit Grammatik auseinandersetzen? Also der Vortragende hat uns erklärt, dass es zwar nützlich ist, wenn man diese Abfragesprache beherrscht, aber eigentlich ist es gar nicht notwendig. Er hat dabei Picasso zitiert. Picasso soll einmal gesagt haben, dass große Künstler stehlen und gute Künstler imitieren. Also wenn Sie eine Abfrage stellen und den Button Examples anklicken, da können Sie die Suchanfragen anderer Leute für Ihre eigenen Bedürfnisse sozusagen stehlen. Ja? Das ist eben der große Vorteil dieser Datenbank. Jetzt ist natürlich die Frage, ich sehe das nicht technizistisch, wozu brauche ich das? Wofür ist das gut? Und das werde ich Ihnen jetzt erklären. Ja? Wobei der Vortragende einen technischen Background hat und natürlich diese, ich würde es nur sagen, philosophischen Fragen, er war, ist geschwommen, ja, wofür brauche ich das jetzt wirklich? Ja? Er hat ein Beispiel uns genannt, wir haben also was gesucht. Ja? Tag der Suche war der 25. September 2017. Auf Wikidata sehe ich zum Beispiel, wie viele Notable Cats es gibt. 112 Katzen hat es gegeben, die sind da drin in dieser Datenbank. Etwa der Kater Chief Mouser Gladstone, der ist nach einem früheren britischen Premierminister benannt. Der lebt in einem britischen Ministerium, dieser Kater. Und man kann dann einschränken. Ja? Jetzt will ich wissen, wie viele Kater es gibt. Katzen interessieren mich, nur Mailcats. Ja, da sieht man dann, das wirft dann aus die Mailcats. Ja, also wie eben diesen Chief Mouser Gladstone. Natürlich ein ganz exaktes Ergebnis kann man nicht erzielen. Gibt es doch in Wikidata auch Katzen, wo das Geschlecht nicht angegeben ist. Ne? Man kann aber dann das spezifizieren, wie viele sind da in den USA. Ja? Und man kann jetzt sozusagen diese Suchanfrage kreativ, man muss die Abfragesprache im Grunde genommen nicht lernen, man kann das stehlen, Suchanfragen anderer Leute. Zum Beispiel, jetzt kann man sagen, nach der Katzenfrage, jetzt interessiert mich, wie viele Politikerinnen gibt es auf der Welt, wie viele davon in Polen, wo wir das Seminar gehabt haben, wie viele polnische Politikerinnen wurden etwa in Danzig, in Gdansk geboren, wie viele polnische Politikerinnen waren oder sind Journalistinnen. Ja, also man kann da jede Menge von Fragen stellen. Zum Beispiel, auf wie vielen Gemälden des berühmten niederländischen Malers Jan Vermeer sieht man Landkarten im Hintergrund? Ja, diese Frage bekommen Sie beantwortet. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage berechtigt, muss man das wirklich als Individuum alles wissen? Muss ich wissen, wer der Chief Mouser Gladstone ist oder wie viele polnische Politikerinnen aus Gdansk stammen oder mal Journalisten waren oder sind? Ist das nicht eine Anhäufung unnützen Wissens? Ne? Philosophische Frage. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, die wirtschaftliche Bedeutung, wenn Sie sich vorstellen, Alexa oder Google Home, diese ganzen Geräte, die viele in den Haushalten haben, ne? Alexa, wie spät ist das? Alexa, wie wird das Wetter morgen in Eisenstadt? Wieso wissen die so viel? Ja? Die Antwort ist simpel. Zur Beantwortung von Wissensfragen greifen die Sprachassistenten, also wie Alexa oder Google Home, auf Wikidata zurück. Also wenn Sie da irgendwas hineingeben auf Wikidata, füttern Sie sozusagen die IT-Konzerne, dafür, die werden gefüttert, ne? Also die Produkte. Und jetzt negativ, ja? Darum weiß Alexa so viel, nicht weil Google so gescheit ist oder weil Amazon so intelligent ist, sondern die greifen einfach auf Wikidata zurück. Ja? Und das kann man natürlich jetzt negativ sehen, positiv zum Beispiel auch Bibliotheken und Museen verknüpfen ihre Kataloge mit Wikidata. Ja? Also man denkt, pfah, imposant, wieso, die müssen jetzt irgendwelche
Software-Ingenieure, die sich da damit beschäftigt haben. Nein, ganz einfach, das sind Daten, die aus Wikidata kommen, wo Verknüpfungen hergestellt worden sind. Dieses Faktum ist auch also vielen Leuten unbekannt. Und jetzt zum Abschluss möchte ich Ihnen noch zwei Problemstellungen erläutern. Eine Problemstellung betrifft Technikfolgen. Ja. Ein Tool, das ist super, was das alles kann. Was sind eigentlich die Folgen dann für die Menschen, die betroffen sind davon? Da sage ich Ihnen jetzt ein Beispiel. Das zweite Beispiel, da beschäftige ich mich mit dem Vortrag von gestern von Professor Matzinger, wo ich Ihnen zu den Cryptocurrencies ungefähr den Diskussionsstand sage, der in der Wikimedia Foundation vorherrscht. Wobei ich mich jetzt nicht auf die technischen Einzelheiten konzentrieren will, dafür fehlt die Zeit, sondern nur auf das Juristische und auf das Volkswirtschaftliche. Aber zunächst also zu den Folgen. Wer von euch war schon in Marrakesch einmal? Niemand, also Jana oder die will über mich fahren. Also in Marrakesch, seit 1985 UNESCO-Welterbe. Sie wissen, da gibt es diese verwinkelte Altstadt, diese alten arabischen Städte mit Verwinkelungen bis zum geht nicht mehr. Und da verlieren die Touristen oft die Orientierung. Ja? Und da gibt es einheimische Local Guides, der bringt dann wieder zurück ins Hotel. Ja? Sagt, okay, follow me, bringt dann zurück ins Hotel den Touristen, der einfach die geografische Orientierung verloren hat. Natürlich will der Geld haben. Schmartes, okay, der Local Guide kriegt da Geld dafür. Ne? Hat eine eigene Kategorie gegeben, Leute, die davon gelebt haben. Ja? Heute haben sie selbst in den hintersten Winkeln von Marokko drahtlose Netzwerksverbindungen und dann haben sie die App Google Maps. Ja? Sie brauchen also nur ein Smartphone und können ihr Hotel wieder selbst finden. Dann gibt es ein Produkt, auch entwickelt von der Wikimedia Foundation, KiWiX. Ja? Also häufig, selbst wenn man jetzt keinen guten Empfang hat, häufig benutzte Daten kann man im Smartphone mitführen. Ne? Es gibt einen Wikireader KiWiX, www.wikireader, Vogel aus Neuseeland mit einem x.org. Dieses Programm stellt die Wikipedia, das Wörterbuch Wiktionary oder den Reiseführer Wikivoyage, Sie können sich das aussuchen, offline zur Verfügung. Also die KiWiX-Entwickler stellen im Abstand weniger Wochen dann aktualisierte Auszüge der Wikipedia in vielen Sprachen sowie eine ganze Reihe weiterer digitaler Materialien als ZDM-Archiv bereit. Also sie planen jetzt eine Urlaubsreise nach Marrakesch. Wörterbuch Wiktionary mit arabischer Aussprache, Audiofile, Sounddateien, dann den Reiseführer Wikivoyage, ja, das lohnt sich ja dann. Also wenn ich jetzt sage, die deutschsprachige Wikipedia, die derzeitige, also wenn sie einen vollständigen Dump machen, das ist ohne Bilder, die lassen wir jetzt raus, in Originalauflösung, also wenn Sie die Bilder in Originalauflösung nicht downloaden, sind das etwa 25 GB. Dann gibt es eine schlankere Fassung ohne Multimedia-Inhalte, die wäre 5 GB. Ja. Sie brauchen nur KiWiX, ist sehr ähnlich mit Firefox, das ist eine gewollte Ähnlichkeit und eine einzelne geöffnete Seite speichert KiWiX als ATM-Datei mit oder ohne Bilder. Sie können das exportieren, ausdrucken. KiWiX bringt auch einen Webserver mit, der es gestartet, den Inhalt der Offline-Bibliothek in einem lokalen Netz verfügbar zu machen. Also, diese Local Guides, die davon gelebt haben, in Marrakesch die Touristen wieder zurückzubringen, einzufangen, ihnen was zu erklären, das fällt weg. Ich war in Südafrika, der Guide war eigentlich überflüssig, ich habe mehr gewusst als er, weil ich von Wikivoyage den Reiseführer habe. Da werden Berufsgruppen überflüssig. Das ist eine eindeutige Folge. Also man muss das natürlich auch sehen. Diese Entwicklung führt zu einem Verlust von Arbeitsplätzen. Es ist zwar bequem, man hat das Handy mit, ja, man kann das vorher alles downloaden. Man muss mit den Leuten nicht reden. Wozu braucht man die Heimischen? Man hat eh alles bei sich, sozusagen auf dem kleinen Smartphone. Diese Technikfolgenabschätzung fehlt mir oft, also gerade im universitären Bereich.
Und jetzt also zum Vortrag von gestern, von Professor Dr. Matzinger. Ungefähr kurz gefasst der Diskussionsstand, wie er sich ergibt, weil die Wikimedianer und Ihnen verstehen Sie als kritische Gruppe in der Gesellschaft, die kreativ ist, die nicht aufs Geld schaut, Wikipedia ist werbefrei und alle anderen Produkte, und doch haben wir viel zusammengebracht. Es gibt heute kein Brockhaus, es gibt von Microsoft nicht mehr die Encarta, sind eingegangen. Ja? Und die Bereiche, die wir sozusagen ansteuern, ja, ich bin jetzt nur dieses KiwiX gesagt, führt dazu, dass dann der Reiseführer des RF völlig überflüssig ist. Ja? Weil ich weiß mehr, als mir dieser Mann sagen kann. Ich kann die Aussprache, ich habe das da, wenn ich was bestellen will, Google Maps, ich finde zurück. Jetzt also zu den Kryptowährungen. Ja? Also geschätzt wird, dass es derzeit 1500 Kryptowährungen gibt. Ethereum haben wir gestern gehört, Ripple, Litecoin. Weltweit bedeutendste Kryptowährung ist Bitcoin. Mitte Dezember 2017 hat Bitcoin einen Rekord hoch und fast 20.000 US-Dollar gehabt. Am 6. Februar 2018, also zwei Monate später, fiel Bitcoin unter die Marke von 6.000 US-Dollar. Es gibt jetzt zunehmende Regulierungsbestrebungen für den bisher mehr oder minder unregulierten Handel mit Kryptowährungen, aber natürlich auch immer wieder Hackerattacken auf die großen Handelsbörsen. Dann, was viele vielleicht nicht wissen werden, das größte Rechenzentrum für Kryptowährungen in Zentraleuropa steht in Österreich. Haben Sie das gewusst? Nein, hätten Sie nicht geglaubt. In Leonding, in Oberösterreich. Da wird also Ether geschürft, die Einheit der Kryptowährung Ethereum, also zweithäufig genutzte nach Bitcoin. Und die Anlage in Leonding erzeugt auf Spezialrechner mit 15.000 Grafikkarten 60 Ether. Ja, sagen wir jetzt Ether pro Tag. Ein Ether war am 2. Februar 2018 genau 664 Euro wert. Die Schwankung ist extrem groß. Einen Tag zuvor, also am 5. Februar, waren es noch 845 Euro. 845 Euro, einen Tag später 664 Euro. Der Stromverbrauch, das ist schon gestern gesagt worden, für die Produktion, also Produktion unter Anführungszeichen von Kryptowährungen, ist extrem hoch. Ja? Was nicht gesagt worden ist, was ich vielleicht hinzufügen möchte, jetzt ist keine Kritik, sondern eine positive Hinzufügung, Sie brauchen also für Schürfen nicht nur einen großen Einsatz elektrischer Energie, es kommt auch zur Freisetzung großer Mengen an Abwärme und Lärm. Also es ist ein erheblicher Anteil von Infraschall, geht beim Schürfen aus. Also das ist ein niederfrequenter, vom menschlichen Ohr nicht hörbarer Schall, bringt aber erhebliche Gesundheitsrisiken für diejenigen Personen, die im Umfeld von Kryptogeldminen wohnen. Also das kann man kaum abschirmen und das ist sehr weitreichend. Also die Gefahr ist vielleicht sogar höher als dieser extrem hohe Verbrauch. Jetzt verteufeln darf man eigentlich nichts. Also die Technologie, die dahinter steckt, die Blockchain-Technologie, die wird für andere Zwecke, zum Beispiel Oberösterreich, ja, nehmen wir einen Zweck, die Energie AG Oberösterreich hat in diesem Jahr ihr erstes Blockchain-Geschäft im Stromgroßhandel getätigt. Also mit den Stadtwerken Leipzig wurde dieser Vertrag, der Smart Contract, abgeschlossen und entsprach dem Energievolumen von 2000 Haushalten im Monat. Also via Blockchain kann Strom automatisiert zwischen Erzeugern und Verbrauchern oder am Großhandelmarkt per Algorithmus gehandelt werden. Damit Sie ein positives Beispiel sehen. Jetzt ist natürlich das Schöne ist, man braucht keinen Intermediär, keinen Vermittler. Man braucht die Banken, dazu braucht man die Politiker, die da alles regulieren wollen. Ja. Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, der Herr Ewald Nowotny, hat sich massiv gegen Bitcoin ausgesprochen. Ja,
einmal auf, einmal runter, Gefahr für die Menschen, die sich da verspekulieren können. Er hat das als ein Spekulationsobjekt, als Marketing-Trick bezeichnet, hat aber gesagt, eigentlich Bitcoin bedeutet keine Gefahr für die Stabilität der internationalen Finanzmärkte, hat aber Geldwäsche sozusagen als Argument, damit man diese Kryptowährung beseitigt, angeführt. Weltweit sind Bitcoin im Wert von 190 Milliarden Euro im Umlauf. Ja, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Euro-Bargeldumlauf beträgt derzeit 1.100 Milliarden Euro, der ist also sechsmal so hoch. So beachtlich, ne? Sechsmal so hoch, Bitcoin ist immerhin schon auf 190 Milliarden Euro, also nur diese eine Währung. Dann der zweite Grund, da gibt es Kurt Priebel, der ist Mitglied im Direktorium der Österreichischen Nationalbank, der hat gesagt, im Zahlungsverkehr Österreich, also wenn Sie sich den österreichischen Zahlungsverkehr jetzt vorstellen, pro Tag gibt es da 2 Millionen Transaktionen, nur in Österreich. Ja? Der Zahlungsverkehr, der gesamte Zahlungsverkehr, 2 Millionen Transaktionen. Bei Bitcoin sind es 300.000 bis 400.000 Transaktionen pro Tag, allerdings weltweit. Also weltweit gibt es pro Tag 300.000 bis 400.000 Transaktionen. Wenn Sie mich jetzt fragen, mit Background in Volkswirtschaft, das unterrichtet, Fakt ist, dass Bitcoin, ich nehme jetzt nur die Hauptkryptowährung, in der internationalen Finanzwelt heute bereits einen festen Platz hat. Zum Beispiel, wenn Sie die großen Terminbörsen sich anschauen, Chicago, ja, als weltgrößte, da werden sogar Futures auf virtuelle Währungen gehandelt. Und ja, es hat sich da eine klare Rangordnung etabliert, Bitcoin, dann das zweite ist Ethereum, Nummer drei ist der Ripple. Und es gibt natürlich nicht nur Nachteile. Ja? Also Leute, die regulieren wollen, die eigentlich keine Freiheit wollen, die weiter Intermediäre sein wollen, Vermittler, die betonen nur die Nachteile. Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Sie haben die erhöhte Transparenz, die exakte Verfolgung, die Kostenreduktion, der Versand in Minuten. Ja? Das sind erhebliche Vorteile. Das heißt, obwohl es Länder gibt, zum Beispiel Indien, die wollen Kryptowährungen verbieten, ich halte es für einen falschen Weg. Es wird nicht gelingen, es wird nicht möglich sein. Man kann auch das Internet nicht verbieten, man kann es einschränken, drangsalieren, schikanieren, aber was einmal auf der Welt ist, was einmal gehandelt wird auf Börsen, das kann man nicht mehr verhindern oder verbieten. Man kann es strenger regulieren. China ist da, also die Volksrepublik meine, die ist da sehr gescheit vorgekommen, also die hat Internetzugänge zu Kryptobörsen blockiert und Initial Coin Offerings verboten, aber schaut sich das sozusagen genauer noch an, ja, bevor da irgendwelche weiteren Schritte gesetzt werden. Bei ICOs, also Initial Offerings, wissenschaftliche Studien sagen, sie verlieren im Schnitt 10% ihres Geldes. Das ist der internationale Durchschnitt. Und ich möchte jetzt da nicht näher auf das eingehen, aber das sind Fragen, die man sich wirklich stellen muss. Nur die Nachteile allein betonen heute nicht für seriös. Es gibt erhebliche Vorteile. Dann muss man natürlich sehen, warum ist Bitcoin entstanden. Ja, es erfüllt eine Notwendigkeit. Bitcoin ist seit 2009 im Umlauf. Ja, das war gedacht, Bitcoin als eine Antwort auf die damalige große Finanzkrise. Man wollte von Regierungen, von korrupten Regierungen, von korrupten Banken unabhängig sein. Dann die Blockchain-Technologie ist ja an und für sich genial. Ja? Man kann da viele Dinge damit machen. Man hat eine nachvollziehbare, dezentral organisierte, fälschungssichere Möglichkeit, um Transaktionen abzubilden. Das ist nicht nur die Basis für neue digitale Zahlungssysteme. Das kann man in allen Bereichen einsetzen, wo es darum geht, Eigentum festzustellen oder zu übertragen, überhaupt Eigentum an digitalisierbaren Gütern. Das ist die Voraussetzung. Das Gut muss digitalisierbar sein.
Und nachdem diese Transaktionen, also alle Transaktionen, vielfach und dezentral gespeichert und von euren Computern im Netzwerk bestätigt werden müssen, wird dadurch sozusagen vieles Positive bewirkt, zum Beispiel bei den Patientendaten. Ja, die Blockchain-Technologie ermöglicht es, verschlüsselte Patientendaten beliebig oft zu teilen, ohne die Privatsphäre zu gefährden. Also mit dem persönlichen Blockchain-Code können auch Wahlen via Smartphones durchgeführt werden. Also Sie sehen, man muss das kritisch betrachten, man darf sich nicht auf einen einzigen Punkt konzentrieren, wobei es natürlich viele Fragwürdigkeiten gibt. Zum Beispiel, was da von Robert gesagt worden ist gestern, es gibt Webseiten, da kann man sehen, dass der Bitcoin-Energieverbrauch kontinuierlich ansteigt. Es ist auch klar erkennbar aus den Charts, dass die Miner hauptsächlich dort tätig sind, wo der Strom billig von dreckigen Kohlekraftwerken erzeugt wird. Also der Gesamtverbrauch bei diesen Kryptowährungen entspricht dem von Staaten wie Bulgarien oder Katar. Ja, das ist ungefähr, oder wenn es Österreich jetzt nehmen, 2016 hat die Bitcoin-Erzeugung mengenmäßig rund zwei Drittel des österreichischen Stromverbrauches ausgemacht. Und ja, nachdem ja immer wieder Security ein Thema ist, darf ich Ihnen sagen, also ohne jetzt bewusst Werbung machen zu wollen, Opera, also der Browser Opera, hat in seiner Version 50 schon Mining-Blocker installiert, welche verhindern sollen, dass Rechenleistungen von ihren Notebook-Tablets abgezweigt werden, um damit heimlich digitales Kryptogeld wie Bitcoin zu generieren. Okay, ich bin schon drüber. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass erstens einmal die österreichische Wikimedia, der österreichische Verein, der jetzt 10 Jahre existent ist, wirklich viele tolle Servicemöglichkeiten bietet. Wer beitreten soll, ist herzlich, will, soll, kann, ist herzlich eingeladen. 20 Euro sind nicht viel. Wenn man sich denkt, wie viel man schon profitiert hat von der Wikipedia und man kriegt ja wirklich ein tolles Service, wobei ich sagen muss, die österreichische Wikimedia, der österreichische Verein wird ja aus San Francisco gefördert mit erheblichen Fördermitteln, weil wir so gute Projekte entwickeln. Also dieses Jahr gibt es die große Konferenz in Kapstadt, wo ich runterfahre mit über 1000 Leuten. Also ich halte einen Vortrag über das Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das älteste der Welt, 1899 gegründet. Da hat es österreichische Forscher gegeben. Damals noch kaiserliche Forscher, die etwa 1907 in Südafrika Audio-Files aufgenommen haben, die jetzt digitalisiert sind, mit damals Geräten, die 45 Kilo ausgemacht haben. Ja, der hat ein 45 Kilo Gerät dort hinstellen müssen, um einen Einheimischen interviewen zu können. Hat sich aber erhalten, ist digitalisiert worden. Das ist sicherlich interessant. Und ja, jedes Jahr gibt es die Wikicon, Treffen aller deutschsprachigen Wikipedianer. Dieses Jahr findet es im November in der Schweiz statt, voriges Jahr war es in Leipzig. Okay, danke und einen schönen Abend auf allen.